Nach der Gründung des Reiches verfolgte er aktiv und geschickt eine friedliche Außenpolitik und schaffte es, den Frieden in Europa etwa zwei Jahrzehnte lang aufrechtzuerhalten. Aber in der Innenpolitik war sein Erbe weniger vorteilhaft, denn er schaffte es nicht, sich über die autoritären Neigungen des Landherrentums, in das er hineingeboren wurde, zu erheben. Bismarck wurde in Schönhausen im Königreich Preußen geboren. Sein Vater, Ferdinand von Bismarck-Schönhausen, war ein Junker-Junker und stammte aus einer schwäbischen Familie, die sich schließlich als Gutsbesitzer in Pommern niedergelassen hatte. Ferdinand war ein typisches Mitglied der preußischen Grundbesitzerelite. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren bescheiden, Ferdinands landwirtschaftliche Fähigkeiten waren vielleicht unter dem Durchschnitt, und wirklichen Reichtum sollte Bismarck erst erfahren, als die Belohnungen nach der Vollendung der deutschen Wiedervereinigung eintrafen. Seine Mutter, Wilhelmine Menken, stammte aus einer bildungsbürgerlichen Familie, die eine Reihe höherer Beamter und Akademiker hervorgebracht hatte. Sie war im Alter von 16 Jahren mit Ferdinand von Bismarck verheiratet und empfand das Leben in der Provinz als einengend. Als ihr Sohn Otto 7 Jahre alt war, meldete sie ihn im fortschrittlichen Plamann-Institut in Berlin an und zog in die Hauptstadt, um in seiner Nähe zu sein. Dem jungen Bismarck widerstrebte es, sein einfaches Leben auf dem Land gegen ein eingeschränkteres Leben in einer Großstadt einzutauschen, wo er in der Schule mit den Söhnen der am besten ausgebildeten Berliner Familien konfrontiert wurde. Er verbrachte 5 Jahre an der Schule und besuchte anschließend 3 Jahre lang das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium. Die Aufnahmeprüfung für die Universität legte er 1832 ab. Auf Anregung seiner Mutter nahm er das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen im Königreich Hannover auf. Offensichtlich war Bismarck ein mittelmäßiger Student, der einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, mit seinen Kameraden in einer aristokratischen Burschenschaft zu trinken. Nach einem kurzen Aufenthalt an der Universität in Berlin trat er in den preußischen Staatsdienst ein, wo ihn Langeweile und die Unfähigkeit, sich an die hierarchischen Prinzipien der Bürokratie zu halten, plagten. Der Tod seiner Mutter im Jahr 1839 gab ihm die Gelegenheit, zurückzutreten, um seinem Vater zu Hilfe zu kommen, der bei der Verwaltung seines Nachlasses in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Von 1839 bis 1847 führte Bismarck das gewöhnliche Leben eines preußischen Landjunkers. Idyllisches Leben zugunsten der Unsicherheiten eines Lebens in der Politik aufgegeben hatte. Diese häufig geäußerte Nostalgie war möglicherweise eher Schein als Realität. In dieser Zeit lernte er Johanna von Puttkammer kennen, die Tochter einer konservativen Adelsfamilie, die für ihren frommen Pietismus bekannt war, und heiratete sie. Während er Johanna umwarb, erlebte Bismarck eine religiöse Bekehrung, die ihm innere Stärke und Sicherheit geben sollte. Ein späterer Kritiker bemerkte, dass Bismarck an einen Gott glaubte, der ihm in allen Fragen stets zustimmte. Es besteht kein Zweifel, dass die Ehe sehr glücklich war. Tatsächlich drückten Bismarcks letzte Worte vor seinem Tod im Jahr 1898 den Wunsch aus, Johanna, die einige Jahre zuvor verstorben war, noch einmal zu sehen. Seine Politik in den 1840er Jahren unterschied sich nicht wesentlich von der eines typischen Landedelmanns. Wenn überhaupt, war seine Politik konservativer. Er glaubte an einen christlichen Staat, der seine Zustimmung letztlich von der Gottheit erhielt. Die bestehende soziale und politische Ordnung sollte verteidigt werden, um einen Hobbesianismus zu verhindern, Chaos aller gegen alle. Aufgrund seiner Ansichten wurde Bismarck als Mitglied des religiös-konservativen Kreises um die Brüder von Gerlach begrüßt, die entschiedene Verteidiger des Adelsstandes gegen die Übergriffe der bürokratischen Zentralisierung waren.
Bismarck hatte nichts als Sarkasmus für aristokratische Liberale übrig, die England als Vorbild für Preußen betrachteten. 1847 nahm er am preußischen Vereinigten Landtag teil, wo ihm seine Reden gegen die jüdische Emanzipation und den zeitgenössischen Liberalismus den Ruf eines hinterweltlerischen Konservativen einbrachten, der den Kontakt zu den dynamischen Kräften seiner Zeit verloren hatte. Bismarcks Reaktion auf die liberale Revolution, die 1848 über Europa hinwegfegte, bestätigte sein Image als Reaktionär. Er lehnte jegliche Zugeständnisse an die Liberalen ab und äußerte seine Verachtung für die Bereitschaft des Königs, mit den Revolutionären zu verhandeln. Er erwog sogar, seine Bauern nach Berlin zu marschieren, um Friedrich Wilhelm IV. Vom verderblichen Einfluss der Rebellen zu befreien. Mit anderen Erzkonservativen, darunter Ernst Ludwig von Gerlach, begann er Beiträge für die Kreuzzeitung 1848 als Organ antirevolutionärer Stimmung zu leisten. Für Bismarcks zukünftige Rolle ist es wichtig, seine Analyse der Revolution zu verstehen. Er identifizierte die Kräfte des Wandels ausschließlich auf die gebildete und wohlhabende Mittelschicht beschränkt. Die überwiegende Mehrheit der Preußen waren jedoch Bauern und Handwerker, die nach Bismarcks Ansicht loyale Monarchisten waren. Die Aufgabe der Ordnungskräfte bestand darin, die Loyalität dieser beiden Gruppen durch materielle Zugeständnisse zu bestätigen. Die Wirtschaftspolitik der radikalen städtischen Mittelschicht wurzelte in reinem Eigeninteresse, behauptete er. Die Radikalen würden das industrielle Wachstum auf Kosten der unteren Mittelschicht und der Bauernbevölkerung vorantreiben. Letztendlich könnte sogar die Mittelschicht selbst durch taktische Zugeständnisse und Erfolge in der Außenpolitik überzeugt werden. Dieses strategische und opportunistische Denken distanzierte Bismarck von den ideologischen Konservativen, die traditionellen Autoritätskonzepten verpflichtet waren. Seine Vision eines manipulativen Staates, der seine Macht dadurch aufrechterhält, dass er gehorsame Gruppen belohnt, begleitete ihn während seiner gesamten politischen Karriere. 1849 wurde er in die preußische Abgeordnetenkammer gewählt und übersiedelte mit seiner Familie nach Berlin. Zu diesem Zeitpunkt war er alles andere als ein deutscher Nationalist. Er sagte zu einem seiner konservativen Landsleute: "Wir sind Preußen und Preußen werden wir bleiben. Wir wollen nicht, dass das Königreich Preußen im fauligen Gebräu gemütlicher süddeutscher Sentimentalität ausgelöscht wird." 1851 berief Friedrich Wilhelm IV. Bismarck als preußischen Vertreter auf den Bundestag in Frankfurt, eine klare Belohnung für seine Treue zur Monarchie. Mit der Niederlage der Revolution in Mitteleuropa hatte Österreich seine Vormachtstellung im Deutschen Bund erneut behauptet, und es wurde angenommen, dass Bismarck als Erzkonservativer den Status quo unterstützte, zu dem auch die österreichische Hegemonie gehörte. Er lebte 8 Jahre in Frankfurt und erlebte dort ein wirtschaftliches und kulturelles Umfeld, das sich von dem eines preußischen Gutshofes deutlich unterschied. In Frankfurt begann Bismarck, seine Sicht auf den deutschen Nationalismus und die Ziele der preußischen Außenpolitik zu überdenken. Er empfand nicht nur die ständige Ehrerbietung gegenüber den Österreichern in Frankfurt als erniedrigend, sondern erkannte auch, dass der Status quo bedeutete, dass Preußen als zweitklassige Macht in Mitteleuropa akzeptiert wurde. Im Jahr 1854 widersetzte er sich einer engen Zusammenarbeit mit Österreich und argumentierte, dass diese die Bindung unserer guten und seetüchtigen Fregatte an das wurmige alte Kriegsschiff Österreich bedeute. Nach und nach begann er über die Optionen nachzudenken, die Preußen zur unangefochtenen Macht in Deutschland machen würden. In seinem Kopf nahm die Vision eines preußisch dominierten Nordeuropas und einer Neuausrichtung der österreichischen Macht auf die slawischen Gebiete im Süden Gestalt an.
Gegebenenfalls war ein Krieg mit Österreich zur Zerstörung seiner Hegemonie nicht auszuschließen. Die Umsetzung einer solchen Politik wäre alles andere als konservativ, da sie radikale Veränderungen in der Karte Europas nach sich ziehen würde, wie sie 1815 von den konservativen Mächten in Wien, Österreich, gezeichnet worden war. 1859 wurde Bismarck als preußischer Botschafter nach Russland entsandt, und nicht lange danach zog er als Botschafter am Hofe Napoleons III. Nach Paris. Somit verfügte er über 11 Jahre Erfahrung in der Außenpolitik, bevor er im September 1862 Ministerpräsident und Außenminister Preußens wurde. Außenpolitik persönlich kennengelernt. Ironischerweise wurde Bismarck von Kaiser Wilhelm I. zu einem kritischen Zeitpunkt in der inneren Entwicklung Preußens an die Macht zurückgerufen. William war mehr als 2 Jahre lang in einen Streit mit der Abgeordnetenkammer um eine Militärreform verwickelt. Da er einen Großteil seines Erwachsenenlebens in der Armee verbracht hatte, hielt er es für völlig in seinem Recht, die Größe des Militärs und die Anzahl der Dienstjahre zu erhöhen. Als die liberale Mehrheit die Einnahmen für diese Reformen nicht genehmigte, weigerte sich William, mit liberalen Politikern über die grundlegende Frage der Souveränität zu verhandeln oder Kompromisse einzugehen. Er vertagte das Parlament 2-mal und jedes Mal wuchs die liberale Mehrheit. Die Ernennung Bismarcks war der letzte verzweifelte Versuch des Monarchen, die parlamentarische Souveränität über das Militär zu umgehen. Die Abgeordnetenkammer interpretierte es als einen Akt des Trotzes, ein Hinwerfen des Federhandschuhs. Doch der aus Paris nach Berlin zurückgekehrte Bismarck war nicht der hinterweltlerische Konservative von 1848. Durch seine Aufenthalte in Frankfurt und Paris hatte er die wachsende Bedeutung des wohlhabenden und gebildeten Bürgertums zu schätzen gelernt. Und in Frankreich hatte er das bonapartistische Regime Napoleons III. erlebt, das auf der Kombination von Erfolgen in der Außenpolitik und Volksabstimmungen im Inland beruhte, um das autoritäre Regime des Kaisers zu stützen. Bismarck hatte sich so verändert, dass er tatsächlich mit der Idee zurückkehrte, einen Kompromiss in der Militärfrage anzustreben. Doch Wilhelm I. lehnte einen vernünftigen Vorschlag Bismarcks ab und ließ ihm keine andere Wahl als eine Politik der Konfrontation. Bismarck verkündete daraufhin, dass es eine Lücke in der Verfassung gebe. Konnten der König und die Mitglieder der Oberkammer und der Abgeordnetenkammer, die gemeinsam für den Haushalt verantwortlich waren, keine Einigung erzielen, musste die Regierung in der Zwischenzeit ohne Einigung vorgehen. Die Steuern sollten auf der Grundlage des alten Haushalts erhoben werden, da Beamte bezahlt werden mussten und die Regierung weiter funktionieren musste. Diese von 1863 bis 1866 angewandte Taktik ermöglichte es ihm, die Militärreformen ohne Zustimmung des Parlaments umzusetzen. Bismarck schien tatsächlich der reaktionäre, konfrontative Aristokrat zu sein, der nicht im Einklang mit seiner Zeit war. Aber es gab Hinweise darauf, dass dies mehr Schein als Realität war. Bismarck sagte, Preußen muss seine Kräfte für den richtigen Moment sammeln und bewahren, was schon mehrmals verpasst wurde. Die in den Wiener Verträgen festgelegten Grenzen Preußens sind einem gesunden nationalen Leben nicht förderlich. Nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse werden die großen Tagesfragen entschieden. Das war der große Fehler von 1848 und 1849. Sondern durch Blut und Eisen. Er gab der Opposition den Beweis, dass er die militärische Macht Preußens nicht zur inneren Unterdrückung, sondern für das liberale Ziel der nationalen Einigung einsetzen wollte. Die liberale Opposition ignorierte diese Hinweise jedoch und teilte Wilhelm I. am 22. Mai 1863 mit 239-61 Stimmen mit, dass sie sich nicht weiter mit seinem Premierminister befassen würden.
Nach 8 Monaten Amtszeit war es Bismarck nicht gelungen, eine Einigung mit der parlamentarischen Opposition zu erzielen. Bismarck wandte sich nun der Außenpolitik zu, in der Hoffnung, dass ein Erfolg an dieser Front den offensichtlichen Wunsch der Wähler nach politischen Reformen schwächen würde. Seit 1848 brodelte es zwischen den Dänen und der deutschen Bevölkerung der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Als der dänische König überstürzt handelte, sorgte Bismarck dafür, dass Preußen und Österreich und nicht der Deutsche Bund die deutschen Interessen vertraten. Liberale Führer wie Rudolf Virchow sahen in Bismarck immer noch einen reuelosen Reaktionär, der nicht mehr der Mann war, der sich uns mit dem Gefühl anschloss, mit einer energischen Außenpolitik etwas erreichen zu können. Ein schneller, erfolgreicher Krieg gegen Dänemark überließ das Schicksal Schleswigs und Holsteins Bismarck und den Österreichern. Nach langem Feilschen wurde am 20. August 1865 die Gasteiner Konvention unterzeichnet. Es sah vor, dass Schleswig von Preußen und Holstein von Österreich verwaltet werden sollte. Die Liberalen waren von der militärischen Stärke Preußens nicht zufrieden und lehnten das Heeresgesetz im Januar 1865 erneut ab. Dennoch setzte Bismarck 1866 seine Bemühungen fort, das liberale Interesse vom Haushaltskonflikt auf den Erfolg der preußischen Waffen abzulenken. Er sagte den Österreichern wiederholt, dass ihre Zukunft im Süden liege und dass es klug wäre, die Vorherrschaft in Deutschland aufzugeben. Doch in beiden Fällen stießen seine Worte auf taube Ohren. Bismarck hatte sich eindeutig dafür entschieden, die deutsche Nationalkarte auszuspielen, um ein preußisch dominiertes Deutschland zu erreichen. Nachdem er sichergestellt hatte, dass Russland nicht eingreifen würde, und nachdem er ein Bündnis mit Italien geschlossen hatte, machte er sich daran, den Konflikt mit den Österreichern zu schüren. Er schürte den ungarischen Nationalismus gegen Österreich, eine Politik, die zeigte, wie radikale Mittel im Dienste seiner eigenen konservativen Ziele eingesetzt werden konnten. Am 9. Juni 1866 marschierten preußische Truppen in Holstein ein und wenige Tage später zog Österreich, unterstützt von den Kleinstaaten Sachsen, Hessen, Kassel und Hannover, in den Krieg. Innerhalb von 6 Wochen hatte Preußen den Österreichern bei Königgrätz eine schwere Niederlage zugefügt. Bismarck riet dann zur Mäßigung, damit Österreich nicht gedemütigt würde. Gegen einen König und Generäle, die nach Wien marschieren wollten, drängte er auf eine rasche Einstellung der Feindseligkeiten und erkannte, dass andere Mächte eingreifen könnten, wenn der Krieg andauerte. Europa war fassungslos, Preußen hatte in wenigen Wochen die Machtverteilung in Mitteleuropa verändert. Österreich, jahrhundertelang die Großmacht in Deutschland, wurde nun auf einen zweitrangigen Status gedrängt. Bismarck zeigte nun sowohl Rücksichtslosigkeit als auch Mäßigung. Der Frieden von Nikolsburg verlangte von Österreich kaum etwas. Doch Hannover, Hessen-Kassel, Nassau und Frankfurt, die alle gegen Preußen gekämpft hatten, wurden zum Schock der Konservativen annektiert. Der König von Hannover wurde entmachtet, ebenso das Herrscherhaus in Hessen. Während die Konservativen über den deutschen Bürgerkrieg zwischen den beiden Mächten, die gegen die Revolution gewesen waren, entsetzt waren, strömte die liberale Mittelschicht zur Unterstützung Bismarcks. Ihr Ziel der deutschen Einheit schien nahe. Darüber hinaus entschuldigte sich Bismarck nun für seine Eigensinnigkeit in der Frage des Militärhaushalts und bot den Liberalen einen Friedenszweig an. Die Partei war über Bismarcks Angebot gespalten. Er hatte eines seiner großen Ziele erreicht, einen großen Teil der Mittelschicht dazu zu bringen, die preußische Monarchie als ihren Verbündeten zu betrachten. Der Norddeutsche Bund wurde 1867 mit Preußen als Matrix gegründet. Oberflächlich betrachtet schien seine Verfassung fortschrittlich zu sein. Zunächst wurde das allgemeine Wahlrecht für Männer mit geheimer Abstimmung eingeführt.
Dies war jedoch das Ergebnis von Bismarcks Überzeugung, dass die überwiegende Mehrheit der Preußen, wenn sie das Wahlrecht erhielten, konservativ wählen würde. Aus dieser Perspektive kam den Liberalen eine eingeschränkte Stimmabgabe zugute. Darüber hinaus schien das Unterhaus theoretisch aufgrund seiner Fähigkeit, jeden Gesetzentwurf abzulehnen, ein wichtiges Machtreservoir zu sein, in der Praxis waren seine Befugnisse jedoch auf die Bereiche Militär und Außenpolitik beschränkt. Die Minister wurden vom Kaiser und nicht vom Gesetzgeber gewählt und waren ihm gegenüber verantwortlich. Dennoch bot die Verfassung eine Grundlage für die Entwicklung in eine demokratische Richtung. Obwohl Bismarck Zweifel äußerte, ob es zu seinen Lebzeiten zu einer Vereinigung kommen würde, machte er sich tatsächlich fast sofort daran, die Südstaaten an den Norden zu binden. Es wurde ein gesamtdeutsches Zollparlament vorgeschlagen, eine gemeinsame militärische Ausbildung ausgehandelt und ein Plan vorgelegt, der vorsah, dass die Südstaaten Wilhelm als deutschen Kaiser anerkennen sollten. Alle diese Bemühungen scheiterten am Widerstand der Bevölkerung im Süden. Bismarck versuchte dann, die Geschichte etwas voranzutreiben, indem er den Konflikt mit Frankreich anstrebte. Wenn er den Süden nicht durch Vernunft zu einer geeinten deutschen Nation zusammenführen könnte, würde er sich auf die durch den Krieg geweckten Leidenschaften verlassen. Als meisterhafter Taktiker arbeitete er hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass weder Russland noch Österreich in einen solchen Krieg eingreifen würden. Er musste auch nicht hart arbeiten, um einen Konflikt herbeizuführen, denn der französische Kaiser Napoleon III. War über den plötzlichen Aufstieg Preußens empört, zumal er nicht die von ihm angestrebte Entschädigung erhielt, die Annexion Luxemburgs. Als 1869 der spanische Thron dem Cousin des Königs, Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, angeboten wurde, empfand Napoleon III. Dies als einen Versuch, Frankreich einzukreisen. Zweimal schickte er seinen Botschafter, Vinzenz Benedetti, zum preußischen König nach Bad Ems, einmal mit der Bitte, die Annahme des Angebots zurückzuziehen, und ein zweites Mal mit der Forderung, dass unter keinen Umständen ein Mitglied der Familie Hohenzollern den spanischen Thron annehmen dürfe Zukunft. Der König lehnte die zweite Bitte höflich ab. Bismarck erhielt aus Bad Ems ein Telegramm mit einem detaillierten Bericht über das Interview zwischen Wilhelm I. und dem französischen Botschafter, das er für die Presse so redigierte und kürzte, dass die Franzosen den Eindruck erweckten, eine Demütigung des preußischen Monarchen anzustreben. Die Ablehnung der Forderungen Napoleons durch den Monarchen erschien den Franzosen beleidigend schroff. Die Franzosen reagierten mit einer Kriegserklärung an Preußen am 19. Juli 1870. Als die Franzosen im September bei Sedan entscheidend geschlagen wurden, schien es, als könnte Bismarck innerhalb von 7 Jahren einen dritten schnellen Sieg erringen. Doch es brach ein Guerillakrieg aus und Paris hielt trotz der Gefangennahme des Kaisers durch. Bismarck schürte jedoch die antifranzösischen Leidenschaften so stark, dass sich die 4 Südstaaten im Januar 1871 dem Norddeutschen Bund anschlossen und so das Deutsche Reich gründeten. Die weniger deutsche Lösung, bei der 7 Millionen deutschsprachige Österreicher ausgeschlossen waren, war das Ergebnis der 3 Kriege Bismarcks. Er wurde mit Ehrungen überschüttet und als Nationalheld gefeiert. Es ist wichtig zu beachten, dass Deutschland die von Bismarck geschaffene Macht war nicht das Ergebnis starker nationalistischer Strömungen in der Bevölkerung, sondern das Ergebnis von Kabinettsdiplomatie und Krieg. Es wurden nicht alle deutschsprachigen Gebiete Europas einbezogen, sondern nur so viele, wie Preußen unter Beibehaltung der Hegemonie vereinen konnte. Die neue Verfassung war eine Revision der preußischen Verfassung von 1867. Es beinhaltete die Position eines Kanzlers, die speziell für Bismarck konzipiert wurde. Bismarck blieb bis 1890, abgesehen von einer kurzen Zeit in den Jahren 1872 bis 1873,
auch preußischer Ministerpräsident. Der Friedensvertrag mit Frankreich war hart. Das Elsass und ein Teil Lothringens, zwei französische Provinzen mit einer beträchtlichen deutschsprachigen Bevölkerung, wurden annektiert. Zudem wurde eine Entschädigung in Höhe von 5 Milliarden Franken gefordert. Während Österreich und Dänemark ihre Niederlagen schnell vergaßen, vergaß Frankreich dies nicht. Unabhängig davon, ob Bismarck die Provinzen als Reaktion auf die öffentliche Meinung Deutschlands oder aus anderen Gründen annektierte, sollte die Feindseligkeit Frankreichs das Deutsche Reich heimsuchen, bis die Provinzen 1918 an Frankreich zurückgegeben wurden. Bismarck hatte bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1890 relativ freie Hand in der Gestaltung der Außenpolitik. Nach drei erfolgreichen Kriegen sah er seine Aufgabe darin, den Frieden zu fördern und Zeit zu gewinnen, damit das mächtige Deutsche Reich als selbstverständlich anerkannt würde. Bismarcks zwei Anliegen waren der Balkan, wo der Zerfall des türkischen Reiches leicht zu Konflikten zwischen der Habsburger Monarchie und Russland führen konnte, und Frankreich, wo der Wunsch nach Rache für die Niederlage bei Sedan groß war. In jedem Gebiet könnte ein allgemeiner europäischer Flächenbrand ausbrechen und Deutschland in Mitleidenschaft ziehen. 1873 verfolgte er eine friedliche Außenpolitik, als er mit Russland und Österreich-Ungarn den Dreikaiserbund aushandelte. Doch den russisch-türkischen Krieg von 1877 überlebte das Bündnis nicht. Als die Österreicher und Briten mit Krieg um einen karthagischen Frieden drohten, Bismarck forderte von den russischen Siegern einen Friedenskongress in Berlin, der der Türkei aufgezwungen wurde. Dem deutschen Kanzler gelang es, die Russen dazu zu bringen, ihre Errungenschaften abzuschwächen, und der Frieden blieb erhalten. Doch ein europäischer Flächenbrand konnte gerade noch abgewendet werden. Bald nach der Konferenz handelte Bismarck ein Verteidigungsbündnis mit Österreich-Ungarn aus, das bis zum Ersten Weltkrieg in Kraft blieb. Obwohl er ein solches Bündnis Mitte der 1860er Jahre noch als schädlich abgelehnt hatte, hielt er es nun für vorteilhaft. Da er befürchtete, dass die Auflösung der Habsburger Monarchie zu einer russischen Expansion nach Mitteleuropa führen würde, suchte er nach dem Bündnis, um in Wien Einfluss zu gewinnen. Er nutzte es standhaft, um einen Krieg auf dem Balkan zu verhindern. Zudem wollte er nicht, dass 7 Millionen österreichisch-deutsche Katholiken die Aufnahme in das Reich anstrebten. Da er einen soliden Verbündeten hatte, stellte Bismarck seine Virtuosität unter Beweis, indem er 1881 einen wiederbelebten Dreikaiserbund aushandelte. Er hatte nun sowohl in Sankt Petersburg als auch in Wien Einfluss, um einen Balkankrieg zu verhindern. Im Jahr 1882 schloss sich Italien aus Angst vor französischer Feindseligkeit dem Doppelbund an und gelangte so zum Dreibund. Oberflächlich betrachtet hatte Bismarck gesiegt. Frankreich hatte keine Verbündeten für einen Rachekrieg, und ein Balkankrieg schien vorerst unwahrscheinlich. Aber die Vergänglichkeit all dieser Allianzen wurde bald deutlich. Eine Krise in Bulgarien verschärfte die russisch-österreichischen Beziehungen und führte zum Zerfall der wiederbelebten Liga. Durch Bismarcks Eingreifen konnte erneut ein Krieg vermieden werden, aber seine Bemühungen konnten den Bund nicht wiederherstellen. Anschließend handelte er einen separaten Geheimvertrag mit Russland aus und behielt dabei das Abkommen von 1879 mit Österreich-Ungarn bei. Zwischen 1870 und 1890 erlangte Bismarck den Respekt europäischer Staats- und Regierungschefs für seine ernsthaften Bemühungen um den Frieden. Abgesehen von einigen kolonialen Erwerbungen Mitte der 1880er Jahre fungierte Deutschland als satte Macht. Alle beträchtlichen taktischen Fähigkeiten Bismarcks hatten es geschafft, in seinem ersten Jahrzehnt an der Macht ein mächtiges deutsches Reich zu schaffen. In den nächsten zwei Jahrzehnten hielten dieselben Fähigkeiten den Frieden aufrecht.
Von der Niederlage Österreichs 1866 bis 1878 war Bismarck vor allem mit den Nationalliberalen verbündet. Gemeinsam schufen sie ein Zivil- und Strafgesetzbuch für das neue Reich und erreichten die Einführung des Goldstandards in Deutschland und den Übergang zum Freihandel. So wie sie Bismarck zuvor als Erzkonservativen abgetan hatten, betrachteten die Liberalen ihn nun als Kameraden, als einen Mann, der seine konservativen Wurzeln abgelehnt hatte. Viele konservative Führer stimmten dieser Einschätzung zu. Bismarck hatte Könige entmachtet, Krieg gegen konservative Regime geführt und eine Politik verfolgt, die eine rasche Industrialisierung förderte. Ihre Befürchtungen verstärkten sich noch, als er sich 1873 den Liberalen in einer Kampagne gegen den politischen Katholizismus anschloss. Bismarck hatte nicht mit der Entstehung neuer Parteien wie dem Katholischen Zentrum oder der Sozialdemokratischen Partei gerechnet, die beide ab Anfang der 1870er Jahre an Reichs- und Preußenwahlen teilnahmen. Zusammen mit der linksliberalen Fortschrittspartei bezeichnete er sie alle als Feinde des Reiches. Jeder lehnte auf seine Weise seine Vision eines vereinten Deutschlands ab. Die Progressiven fanden das Reich zu konservativ und seine Elite im Wesentlichen feudal, die Sozialisten stellten seinen kapitalistischen Charakter in Frage, und für das Zentrum war das Reich protestantisch und zu zentralisiert. Bismarcks Ziel war eindeutig die Zerstörung der katholischen Zentrumspartei. Er und die Liberalen fürchteten die Anziehungskraft einer klerikalen Partei auf ein Drittel der Deutschen, die sich zum römischen Katholizismus bekannten. In Preußen brachte der Minister für öffentlichen Gottesdienst und Bildung, Adalbert Falk, mit Bismarcks Segen eine Reihe von Gesetzen ein, die die standesamtliche Trauung einführten, die Freizügigkeit des Klerus einschränkten und religiöse Orden auflösten. Alle kirchlichen Ernennungen mussten vom Staat genehmigt werden. Geistliche Beamte wurden aus der preußischen Verwaltung entfernt. Hunderte Pfarreien und mehrere Bistümer blieben ohne Amtsinhaber zurück. Der Kulturkampf konnte seine Ziele nicht erreichen und überzeugte die katholische Minderheit eher davon, dass ihre Angst vor Verfolgung real war. Bismarck gab in seinem Wahlkampf nach und nach, insbesondere nach dem Tod des aktivistischen Papstes Pius im Jahr 1878. Aber er ließ seinen Hass auf den Anführer des Zentrums, Ludwig Windthorst, einen Hannoveraner, der zuvor Bismarcks Methoden bei der Annexion seines Königreichs erlebt hatte, nie nach. Bismarcks Reden waren bis zu seinem Sturz im Jahr 1890 weiterhin von Antiklerikalismus geprägt. In den Jahren 1878 bis 1879 leitete Bismarck eine bedeutende Wende in der Wirtschaftspolitik ein, die mit seinem neuen Bündnis mit den konservativen Parteien auf Kosten der Liberalen zusammenfiel. Sowohl auf Eisen als auch auf Hauptgetreide wurden Zölle eingeführt. Die neue Politik war eine Folge der Großen Depression, die Mitte der 1870er Jahre Europa und die Vereinigten Staaten erfasst hatte. Bismarcks Wandel hatte schwerwiegende politische Auswirkungen, er bedeutete seinen Widerstand gegen jede weitere Entwicklung in Richtung politischer Demokratie. Die liberalen Minister Falk und Rudolf von Delbrück traten zurück, und Robert von Puttkammer wurde 1879 Minister für Gottesdienste und Bildung und 1881 Innenminister. Die Getreidezölle verschafften den Junkergrundbesitzern Preußens, die den Hauptgegner der politischen Reformen darstellten, Subventionen, die sie etwas vom Weltmarkt isolierten. Ab 1879 schlossen sich die Landelite, die Großindustriellen, das Militär und die höheren Beamten zu einem Bündnis zusammen, um den Aufstieg der Sozialdemokratie zu verhindern. Seit der Pariser Kommune von 1871 hatte Bismarck einen kompromisslosen Hass auf Sozialisten und Anarchisten entwickelt. Seine Angriffe auf sie waren ungeheuerlich. An einer Stelle schrieb er, sie sind die Ratten dieses Landes und sollten ausgerottet werden.
Ein anderes Mal nannte er sie eine Schar von Feinden, die auf Plünderung und Mord aus sind. Damit führte er einen kruden und unappetitlichen Diskurs in die alltägliche deutsche Politik ein, der von langer Dauer sein sollte. Obwohl 1871 nur zwei Sozialisten im Reichstag saßen, wuchs ihre Zahl und Unterstützung mit jeder Wahl, bis sie 189035 Sitze hatten. Bereits 1876 hatte Bismarck ein Gesetz zum Verbot der Partei angestrebt, bekam aber keine Mehrheit. Nach zwei Attentatsversuchen gegen Wilhelm I. vertagte er das Parlament und führte eine Kampagne durch, in der die Sozialisten für die gescheiterten Versuche, den Kaiser zu töten, verantwortlich gemacht wurden. Die konservativen Parteien siegten und die Sozialdemokratische Partei wurde 1878 verboten. Das Verbot wurde bis 1890 verlängert. Der zweite Teil von Bismarcks Strategie zur Zerstörung der Sozialdemokratie war die Einführung einer Sozialgesetzgebung, um die Arbeiter vom politischen Radikalismus abzuhalten. In den 1880er Jahren wurden von der Regierung eine Unfall- und Altersversicherung sowie eine Form der sozialisierten Medizin eingeführt und umgesetzt. Doch Bismarcks zweigleisige Strategie, die Arbeiter für das konservative Regime zu gewinnen, hatte keinen Erfolg. Mit jeder Wahl nahm die Unterstützung für die Sozialdemokraten zu. Die Wahl von 1890 war für Bismarck eine Katastrophe. Das Zentrum, die Sozialdemokraten und die Progressiven, die Parteien, die er als Feinde des Reiches bezeichnet hatte, erlangten mehr als die Hälfte der Sitze im neuen Reichstag. Der neue junge Kaiser Wilhelm II., der von 1888 bis 1918 Kaiser und König von Preußen war, wollte seine Herrschaft nicht mit einem Blutbad oder einem Staatsstreich beginnen. Im Jahr 1890 war Bismarck 75 Jahre alt und trat mit dem Gefühl zurück, gescheitert zu sein. Das Antisozialistengesetz wurde nicht wiederbelebt und die neue Regierung machte sich daran, die Arbeiter für das Regime zu gewinnen. Bismarck zog sich verbittert auf sein Anwesen zurück. Dass er nun ein Prinz und äußerst wohlhabend war, erleichterte seinen Ruhestand nicht. In den nächsten 8 Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1898 übte er scharfe Kritik an seinen Nachfolgern. Als er in den Reichstag gewählt wurde, entschied er sich, seinen Sitz nicht einzunehmen. Er schrieb seine Memoiren, die zu Bestsellern wurden. In gewisser Weise orchestrierte er die Bismarck-Legende, die die deutsche Geschichtsschreibung im nächsten halben Jahrhundert dominieren sollte. Bismarck war eine überragende Persönlichkeit, die seinem Alter seinen Stempel aufdrückte, wie es zuvor Luther und Metternich getan hatten. Als Bismarck 1862 preußischer Ministerpräsident wurde, galt das Königreich allgemein als die schwächste der 5 europäischen Mächte. Weniger als 9 Jahre später war Preußen in 3 Kriegen siegreich gewesen, und im Herzen Europas war ein geeintes deutsches Reich entstanden, das bei seinen Rivalen Neid und Angst hervorrief. Als Bismarck 1890 sein Amt niederlegte, nach 28 Jahren als preußischer Ministerpräsident und 19 Jahren als Reichskanzler, hatte sich die Landkarte Europas maßlos verändert. Das europäische Zentrum, das jahrhundertelang von einem schwachen Konglomerat kleiner und mittlerer Staaten geprägt war, war nun die Heimat der bedeutendsten Militär- und Industriemacht des Kontinents. Bismarcks Erbe an die nächste Generation war jedoch gemischt. In der Außenpolitik hatte sein Können zu 20 Jahren Frieden in Europa geführt, was ihm den verdienten Ruf seiner Mäßigung und seines Sinns für Grenzen eingebracht hatte. Bismarcks größte Errungenschaft, das Deutsche Reich, überlebte ihn nur um 20 Jahre. Obwohl er Deutschland in gewisser Hinsicht geeint hatte, war es ihm nicht gelungen, ein innerlich geeintes Volk zu schaffen. Innenpolitisch wie außenpolitisch versuchte er, den Status quo nach 1871 einzufrieren. Sein Reich war konservativ angelegt.
So widersetzte er sich in den 1870er Jahren dem katholischen Zentrum und in den 1880er Jahren den Sozialisten, weil beide unvorhergesehene Bedrohungen für seine autoritäre Schöpfung darstellten. Er führte auch eine bösartige Rhetorik in die deutsche Politik ein, die das Gefühl eines gemeinsamen Schicksals verhinderte. Während sich die deutsche Industrie während seiner jahrzehntelangen Herrschaft rasch entwickelte, ließ er keine Weiterentwicklung des politischen Systems hin zu größerer Beteiligung zu. In diesem Sinne war Bismarck ein letzter Vertreter der Welt des Ancien Regime und der Kabinettsdiplomatie.